Sehr, sehr geil. Ja, weiß nicht, wie ich das mache, weil das scheint doch jetzt das Finale zu werden. Und wenn ich vermuten dürfte, ist das die verbrannte Brennerei. Das heißt, ich werde euch nicht damit langweilen, den ganzen Weg wieder zurückzulaufen, sondern ich werde die Magie des Schnitts benutzen und wir sehen uns wieder, wenn ich wieder hinten beim Berg bin, also so gut wie auf der anderen Seite der Map. Dann werden wir da den nächsten Mordfall anscheinend aufklären und uns dann hier mit an der vermutlichen Brennerei beschäftigen, wenn man den Zeitungsartikeln vertrauen darf. Dann mal bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder. Ich bin den ganzen Weg nach oben gelaufen. Ja, ich glaube, Storytelling-Games sind nichts für mich. Weil ich verstehe jetzt den Weg, den man laufen sollte. Man sollte wahrscheinlich unten zu den Häusern, dann hier hoch das aufklären, dann runter zur Mine, runter und dann nach da hinten. Nur die Befürchtung, dass das hier das Ende ist, war anscheinend unbegründet. Dann gucken wir mal weiter, was hier so abgeht. Dunkelheit und Schwärze. Das geht hier ab. Ich sag, wie wir die Öllampe. Hier geht's nicht hoch. Diese Location hier schon irgendwie gruselig. Kirchen generell sind mir irgendwie suspekt. Wir haben noch davon das Lampenöl. Können wir die Öllampe dazustellen? Genau. Und wir haben unsere Dingsbums. Oh. Krähen durch. Ja, Todesursache ist. Oh, okay. Okay, wir haben fast alles gefunden, was wir brauchen. Irgendwas fehlt noch. Super. Kann ich noch irgendwas mit der Öllampe machen? Irgendwie mitnehmen oder so? Ne, schon nicht. Bist du da hingegangen zur Kirche? Kirche. Für bei den Gräbern noch was? Ja, du.
Ist hier vielleicht noch irgendwas wegen Blutflecken? Oder unten? Nee, dass ich mich irgendwo wieder verrenne. Schubkarre-Siegel. Oh! Huh! People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. But I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Does death bring peace or suffering? Kann ich entscheiden? Irgendwie? Would you prefer anonymity over notoriety? Do you feel victory when your words cause pain? Do you take that which you know you will not return? Is betrayal caused by inequality or injustice? Oh, komischer Effekt. Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen, doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zur Traurigkeit, die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob er seine Mutter wieder schön machen könnte. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Wow. Das ist. Ethan, the point of life is not to rock a boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Der Wunsch. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so und ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Du bist mein kleiner Kumpel, mein kostbares Böhnchen. Du musst einfach deinen Knopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Love, Mom. Also ich habe ja schon irgendwie... Also die Eltern sind anscheinend nicht allzu nett zu Ethan. Und ich glaube, also es müsste ja wieder eine Geschichte von Ethan sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Dann würde ich das so deuten, dass er sich halt als das Kind sieht, was zur Hexe geht und dann verschwindet. Und die Mutter ist halt seine Mutter. Und er wünschte halt, er würde verschwinden, weil er Leiden über sie bringt. Okay, ich habe noch nicht alles gefunden. Verdammt! Komisch, komisch. Ich habe keine Ahnung, was genau die Rolle der Eltern ist.
habe wirklich keinen Plan. Beziehungsweise nicht so genau, was die Eltern für eine Rolle spielen, sondern was dieses... Das ist was, von dem die besessen sind. Also ich suche jetzt hier nur ab. Ich habe wirklich gerade keine Ahnung mehr, wo noch was sein könnte. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Weg entlang renne, komme ich gleich zum Höhleneingang. Wo ich ehrlich gesagt nicht noch mal runter muss. Unbedingt. Wenn es sein muss. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Okay. Und wieder zurück zum Haus. Zur Kirche. Komme ich in dieses Glockenhaus rein? Das ist doch dieser Abgang. Da war ich gerade drin. Aber gibt's da noch was zu entdecken? Habe ich da noch nicht alles aufgedeckt? Scherben. Kaputte Treppe. Dunkelheit. Schwarz. Sieht nicht sehr vielversprechend aus. Das ist der Weg, von dem ich gekommen bin. Irgendwas muss es ja auch mit dem Blutfleck da vorne auf sich haben. Der da vorne ist. Ist hier auf dem Weg noch irgendwas? Ich den Weg einfach folge. Warum ist die Schrift hier auf Deutsch? Spielt das in Deutschland? Soll das in Deutschland spielen? Also ich glaube nämlich nicht, dass sie alle Texte auf den Grabsteinen extra für ihre Sprache übersetzen würden. Ich renne jetzt ja auch noch so doof rum. Ja gut, ne? Oh wow. Geil. Gut. Hätten wir das auch geklärt?
Jetzt ergibt das nämlich auch Sinn. Hier ist nämlich doch die Mutter dabei. Ich glaube, die Programmierer wollten das cool irgendwie implementieren, dass wenn man hinter einer Hausecke steht, halt der Wind aussetzt. Aber der Algorithmus scheint nicht so zu funktionieren, wie er sollte. Okay.